Aber von hier sieht man die Dovis noch nicht. Passt das jetzt so? Nee, jetzt bin ich ein bisschen so, oder? Nee, dreh dich lieber ein bisschen weiter geradeaus. Scheiße, das schaffe ich echt nicht, ne? Vielleicht sollte ich mal ein Medipack nehmen. Nein, nicht wieder die Waffen wegstecken. Ach, verdammt, was tue ich denn? Hui, geschafft. Wenn auch nicht ganz so elegant. Ah, da ist noch ein großes Medipack. Wenigstens etwas. Na, ich glaube eigentlich jetzt kommt nichts mehr. Also hier zumindest. Kann ich hier wieder hoch? Und hier hoch. Dann bin ich hier. Okay. Das heißt, wenn ich besser gewesen wäre, hätte ich vielleicht die Panther da unten. Ach du meine Güte. Das ist echt ein mumifizierter Panther, oder? Mit seinem langen Schwanz. Hallo, hallo, kannst du mal sterben? Bitte, bitte, bitte. Ist er jetzt tot? Manometer. Kommt hier einfach so um die Ecke und erschreckt mich. Und wieso ist das hier so eine große, gerade Fläche? Das ist suspekt. Ich glaube, ich erinnere mich auch an diese Szene. Ach so, da können wir wieder nur durchgucken. Ah, da können wir drüber springen und da hinten ist noch Muni. Na, da ist vielleicht ein bisschen nah dran. Sie springt hier dann doch mal gerne ein bisschen weiter. Nein. Nein. Ach nein. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Hier oben. Okay, dann nehme ich gleich noch ein Medipack. Denn es kommt ja gleich noch unsere Mumie. Aber der Weg hier ist ja doch nicht zu schwer und ich sehe erst jetzt, dass da Smileys an der Wand sind. Oder zumindest sieht das eine Hieroglyph aus wie ein Smiley. Ich glaube nicht unbedingt, dass das ein Zufall ist.
Komm, Mumie, bringen wir es hinter uns. Oh, ich bin beinahe tot. Na komm, 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 Lara, Lara. Du schaffst das, du schaffst das. Verdammt, wieso macht die mich jetzt so fertig? Holla die Waldfee. So, dann werde ich wohl gleich auch noch mal speichern, damit das hier ein bisschen besser läuft. Also eigentlich war es ja gerade gar nicht so schlecht. So, dann hätten wir das schon mal. Jetzt müssen wir nur noch hier rüber und den Hebel ziehen. Mal wieder. Diese ganzen Tempel und lieben auch ihre Hebel. Okay, was ist jetzt passiert? Und die Frage ist, lasse ich mich jetzt hier einfach runter und gehe zurück? Oder wäre das eine doofe Idee? Ich weiß es nicht. Das tat ein bisschen weh. Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt hingehen soll. Ob wir jetzt hier schon alles gemacht haben und wieder einfach zurückgehen sollten. Wahrscheinlich, oder? Weil auf jeden Fall ist ja diese Falltür im Sand aufgegangen. Das müssen wir uns noch angucken. Ja, und jetzt mit diesem Hebel haben wir noch irgendwas bewirkt. Ach so, das war aber in dem anderen Raum, das war nicht hier. Das war ja gar nicht hier. Dann gucken wir mal, was sich noch getan hat. Ich finde das auch so komisch, dass die ganzen Tiere hier mit gefletschten Zähnen sterben. Das finde ich ein wenig creepy. Hätte man nicht unbedingt so machen müssen, finde ich. Aber nun gut. Okay. Aua. Genau das war die Stelle, die ich meinte. Aber da wollte ich eigentlich nicht so reinfallen. So, da.
Dann lasse ich mich wieder hier runter. Auch wenn es weh tut. Okay, dann werde ich dieses Mal ein wenig besser aufpassen, wo ich hintrete. Bin mal gespannt, was sich sonst noch so getan hat. Und vielleicht sollte ich an dieser Stelle auch noch mal speichern. So ganz vorsichtig. Okay. Ich glaube, wir müssen dann noch weiter runter. Hallo. Ach so, hier waren wir ja vorhin. Und wieso ist da jetzt schon wieder irgendwie ein Panther? Zumindest habe ich ihn gehört, ja. Und was genau bringt es uns jetzt gerade, dass wir wieder hier sind? Ach so, es bringt uns, dass hier die andere Tür aufgegangen ist. Okay. Deswegen ist auch der Panther da. Was passiert eigentlich? Ah, da hinten liegt noch was. Okay. Komme ich da von hier etwa hin? Es könnte funktionieren. Es könnte aber auch voll in die Hose gehen, so wie jetzt zum Beispiel. Oh, schon wieder zwei und ich bin schon wieder tot. Weiß auch nicht, ob man wirklich von hier dort rüberkommt. Sieht so weit aus. Und es ist weit, aber sie schafft es. Krass. Und dann finden wir Shotgun-Muni und es ist anscheinend ein Geheimnis. Okay, dann widmen wir uns mit. Nein, nicht den Kompass. Nein, nein! Ich wollte. Ja. Nein! Verdammt. Ich habe mal wieder auf den falschen Knopf gedrückt. Denn eigentlich wollte ich noch ein Medipack nehmen. Vielleicht sollte ich das auch jetzt einfach machen. Und dann sollten wir das doch hoffentlich noch einmal hinbekommen. So. Anlauf nehmen. Nein! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur meine Waffen rausholen. Okay. Dann, ja, möchte ich aber nachher auf jeden Fall noch mal
das Geheimnis rausholen. Ich meine, die Muni holen im Geheimnis. Im Geheimversteck. So, hier ist noch ein kleines Medipack. Ist jetzt eigentlich auch nicht viel Trost dafür, dass wir gerade ein großes Verbraten haben. Ja, und jetzt? Könnte jetzt noch mal hier rüber gehen und versuchen, darüber zu springen. Ich glaube, vorher möchte ich noch einmal speichern. So. Und jetzt werde ich, glaube ich, wieder in die große Halle gehen, also in die zweite große Halle hier. Denn ich glaube, ja, irgendwie irgendwas muss ich jetzt ja noch getan haben, oder? Irgendwie muss es ja weitergehen. Ich weiß gerade nur nicht genau, wo und wie und wieso bekomme ich gerade den Sprung nicht hin. So, jetzt aber. Ich glaube, dann kommt sie da jetzt hoch. Nein, wir kommen da nur runter. Okay. Dann müssen wir also doch wieder hier lang gehen. Und wehe, da kommt jetzt noch eine Mumie. Das war vorhin aber noch nicht so. Das war vorhin noch nicht so. Das hat sich also getan. Da kam Sand runter. Okay, aber was bringt das jetzt? Ist das jetzt ein anderes Loch? Nee, da waren wir doch vorhin auch schon drin, oder? Und war nicht hier rechts noch irgendwo eins? Oder bin ich jetzt ganz verwirrt? Lara, kannst du mal bitte wieder hier runter? Dann ist die Frage, kommen wir von hier hoch? Das funktioniert sogar, wow. Ach so, und nach vorne springen. Dann sind wir irgendwo, wo wir noch einen Schlüssel brauchen. Aber wir haben jetzt gerade keinen, oder? Bin der Meinung nicht. Nee. No. Okay. Dann müssen wir uns irgendwo noch diesen Schlüssel besorgen. Habe ich nicht auch irgendwo einen gesehen? Und komme ich irgendwie hier hoch? Nein. Nein. Und vor allem ist da hinten vielleicht noch irgendwas? Anscheinend nicht. Okay. Dann gucke ich mal, ob es hier noch weitergeht. Das wäre ja
eigentlich ganz nice. Nee, sie springt automatisch nach vorne. Wieso tust du das, Lara? Okay, vielleicht soll es da wirklich nicht nach oben gehen. Geht's da noch weiter? Nee. Okay. Ah, okay, jetzt sieht das hier auch anders aus. Das hatten wir ja gesehen von der anderen Seite, nicht wahr? Ah, hier ist ein Schlüssel. Okay. Okay. Da konnten wir durchgucken. Ach so, jetzt komme ich wieder hier runter. Gut. Dann würde ich sagen, ich setze in der nächsten Folge den Schlüssel ein und dann gucken wir, wie es weitergeht. Also bis dann.